Die Übung ist ganz einfach. Es gibt überall Türrahmen. Wir suchen uns einen Türrahmen und stellen uns in Schrittstellung in den Türrahmen. Ja? Und dann gleiten wir mit den Händen und Armen nach oben und schauen, dass Hände und Unterarme anliegen. Und die Oberarme haben ungefähr einen Winkel zu unserem Körper von 45 Grad. Es ist ganz wichtig, dass die Oberarme nach oben schauen. Ja? Also nicht, dass die gerade sind, 90 Grad Winkel zum Körper, sondern in 45 Grad Winkel. Und dann schauen wir, dass der Schritt groß genug ist, dass wir richtig eine Streckung spüren im Brustkorb und in den Brustmuskeln und dass wir unser Gewicht eben nach vorne geben. Oder sagen wir, mein Gewicht ist jetzt auf beiden Füßen und ich strecke mich nach vorne. Ganz wichtig ist, dass unser Becken nach vorne gewölbt ist und wir nicht ins Hohlkreuz fallen, sondern dass unser Becken unter unserem Körper ist. Und in dieser Stellung bleiben wir. Wir spüren die angenehme Streckung und wir atmen die Tandava-Atmung tief hinein in unseren Unterbauch und wir entspannen unsere Zunge und bleiben in dieser wunderbaren Stellung 40 Sekunden. 40 Sekunden sind wichtig, weil erst nach 18 Sekunden sich unser Körper zu dehnen beginnt. Ja? Und wir atmen und es tut so wohl, diese Streckung, wenn wir lange im Computer gesessen sind oder am Laptop oder wenn wir lang mit unserem Handy rumgespielt haben. Und es ist wunderbar, uns immer wieder so in einem Türrahmen zu strecken. Diese Übung ist noch einfacher als die gestrige. Wir brauchen nicht mal eine Ecke, sondern wie gesagt, nur den Türrahmen. Sie ist auch kürzer, nur 40 Sekunden. Und sie verhindert, dass wir einen Rundrücken bekommen. Und wie gesagt, sie öffnet unseren Brustkorb, sodass wir in der Diabetes Herz am Herz sitzen können. Und nach den 40 Sekunden gehen wir langsam wieder raus und spüren nach, wichtig ist auch immer das Nachspüren, dass wir in unseren Körper hineinspüren, unsere wundervolle Körperlichkeit spüren und voll genießen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.